Ingolf Lück. Ein paar Graue rein, das wirkt seriöser, ja? Wie sieht's denn aus? Klappt's vielleicht heute mit dem Weigel-Interview, Karin? Ja, sieht ganz gut aus. Er macht sich nur noch gerade ein bisschen frisch. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Karen Friesecke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Geheime Aufnahmen der Kelly Family. Sie waschen sich doch. Verband der japanischen Schwerhörigen gegründet. Neue Männerfreundschaft. Berti Fuchs und Jürgen Klinsmann. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Und live vom Nürburgring, Blitzinterview mit Michael Schumacher. Herr Schumacher, gestern hat Ihnen der Rennleiter von Ferrari, Jean Todt, ein Überraschungsei geschenkt. Wie der Zufall so will, war ein Auto drin. Wie gefällt Ihnen denn der kleine Blitzer? Gestern Abend habe ich es das erste Mal zusammengebaut, gesehen, mir ist wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, stand mit Jean Todt zusammen und gesagt, Mensch, das ist ein klasse Auto. Da können wir nur hoffen, dass es genauso schnell fährt, wie es aussieht, dann können wir zufrieden sein. Tja, vielen Dank, Michael Schumacher. Zurück ins Studio. Die Meldungen der Woche. Königin Elisabeth II. Gab anlässlich ihres 70. Geburtstags ein feierliches Bankett im Buckingham-Palast. Die bewegende Ansprache der Queen beeindruckte besonders ihren Gemahl Prinz Philipp. Bundeskanzler Helmut Kohl besuchte heute Morgen gemeinsam mit seiner Gattin Hannelore ein Heim für schwer erziehbare Kinder in Eisenhüttenstadt. Dabei kam es zu anrührenden Szenen. Gestern ging in New York die mit Spannung verfolgte dritte UNO-Konferenz zum Thema Menschenrechte zu Ende. Wie es aussieht, wurden ganz entscheidende Schritte in Richtung Weltfrieden gemacht. Mein Kollege Horst Lemminger war in New York und hat einen Bildbericht mitgebracht. Horst. Ingolf. Die Konferenz war tatsächlich ein großer Erfolg. Natürlich waren Vertreter aller Staaten anwesend, also eine richtige Weltkonferenz. Ja. Und New York ist ja eine tolle Stadt. Fantastisch, Manhattan. Tja, ich habe hier einige Bilder. Das bin ich am Morgen des Abflugtages. Das Verrückte war, dass ich den Wecker auf 7:30 gestellt hatte. Ich bin aber erst um 8:30 aufgewacht. Der Flug ging ja um 9. Also habe ich praktisch verschlafen. Und ich habe da natürlich fast den Flug verpasst. Horst. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Das Bild hat meine Frau gemacht. Ah, ja, ja. Das ist die Konferenz. Nee, da muss ich was dazu sagen. Als ich gerade zum Flughafen fahren wollte, kamen einige Verwandte, um mich zu verabschieden und mir Glück zu wünschen. Fand ich eine tolle Idee. Horst. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Links, das ist mein Schwager Gerd und rechts, das ist der... Hören Sie, Horst, wir sollten doch jetzt mal langsam zu Ihrem Bericht kommen. Ja, wir sind alle sehr gespannt über den Bildbericht von der UNO-Konferenz. Genau. Schließlich ist dies ja eine Nachrichtensendung und nicht die Sendung bei Horst Lemminger privat. Ja, genau. Das ist jetzt auf der Konferenz. Was ist das? Das bin ich in der Hotelbar. Da war eine super Stimmung und ja klar, also sehr schön. Das ist der Federschmuck von Häuptling Sitting Bull. Den habe ich von meiner kleinen Nichte bekommen, weil ich ja nach Amerika gefahren bin. Ist natürlich nur eine Imitation, ne? Ja, ja, klar. Logisch. Es reicht jetzt. Mir reicht's. Weißt du, was du bist? Ich bin ein fantastischer Journalist. Nein.
Du bist ein Idiot. Ein fantastischer Vollidiot bist du. Mir reicht's jetzt, mir reicht es komplett. Ab morgen machst du wieder Lokalnachrichten, ist das klar? Ja. Du fährst nirgendwo mehr hin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Bericht über die UNO-Konferenz zeigen wir Ihnen nächste Woche. Jetzt einen kleinen Beitrag über eine Geschichte, die wir... Das war eine tolle Party, was, Ingolf? Das, Louis, das ist mein Weg. Du hättest da vorne links gewusst. Ja, was denn? Ja, was denn? Da, jetzt geradeaus, glaube ich. Was heißt denn hier, glaube ich? Mein Gott! Ich kann mit diesen scheiß Plänen einfach nicht anfangen. Die sind sowas von... Ich glaube, du bist einfach nur zu blöde, mein Liebling. Falk-Pläne. Die geruhsame Art zu reisen. Und jetzt der Nachrichtenüberblick mit Anke Engelke. Ja, doch, komm. Bonn. Die SPD-Führung demonstriert nach den Querelen der letzten Monate neue Geschlossenheit. Gut gelaunt traf man sich nach der Fraktionssitzung am Donnerstag zu einem gemeinsamen Frühlingsspaziergang. Bonn. Das Bündnis für Arbeit ist geplatzt. Das Sparpaket der Koalition ist dagegen beschlossene Sache. Nach einer turbulenten Woche in Bonn kann sich der Kanzler entspannt zurücklehnen. Madrid. Neue Gerüchte erschüttern das spanische Königshaus. Wieder einmal geht es um angebliche Affären von König Juan Carlos. Erster Spatenstich für Roman Herzogs neues Zuhause. Zusammen mit Oberbürgermeister Eberhard Diepgen gab der Bundespräsident heute den Startschuss für den Bau seines neuen Amtssitzes in der Bundeshauptstadt. Besonders Eberhard Diepgen zeigte sich von der Aktion begeistert. London. Der britische Premierminister John Major traf sich mit Ex-US-Präsident George Bush zu einem privaten Gedankenaustausch. Anschließend entspannte man sich beim Cricketspiel. Danke, Anke. Die Deutsche Post AG wird am 1. Juli wie mal einmal das Porto erhöhen. Die Kunden sind sauer und die Post will nun durch eine Imagekampagne den Schaden begrenzen. Im Mittelpunkt stehen die Briefträger. Sie sollen freundlicher werden. Guten Tag, ein Telegramm für Sie. Oh, das ist aber schön, ein singendes Telegramm. Und das an meinem Geburtstag. Ein singendes Telegramm? Moment mal, das muss ein Irrtum sein. Nee, das kann gar kein Irrtum sein. Ich habe mir ein singendes Telegramm gewünscht. Ah ja, aber in meiner Dienstanleitung steht hier ganz genau... Ach, vergessen Sie mal Ihre Dienstanleitung. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen auch 10 Mark. Nee, nee, also für 10 Mark schon gar nicht, ja? Na gut. Dann eben 20. Okay, für einen 100er. Aber nur, weil Sie Geburtstag haben, ja? Da ist aber ein bisschen viele, meinen Sie nicht? Na gut. Dann will ich aber auch was hören, hä? Aber sicher. Ihre Mutter ist tot. Ihre Mutter ist tot. Ja, 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 Ihre Mutter ist tot. Mainz, das ZDF wird zum Museum. Der mumifizierte Dieter Thomas... Ja? Ingolf, wir haben da gerade was reingekriegt. Eine aktuelle Meldung. Ah ja, okay. Mhm, danke. Ist gut. Wollen wir mal eine Schaltung haben? Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus aktuellem Anlass schalten wir jetzt live auf das Herkules-Hochhaus in Köln, wo sich eine menschliche Tragödie anzubahnen scheint. Ich übergebe an meine Kollegin Anke Engelke. Anke, kannst du mich hören? Anke, bitte. Danke, Ingolf. Ich stehe hier auf einem Balkon auf dem Herkules-Hochhaus mitten in Köln. Wo ist das Dr. Klaus Bollmann neben dir, Anke? Ja. Der Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler.
Ja. Der sich durch einen Sprung vom Balkon das Leben nehmen will und das aus einer Höhe von 45 Metern? Ja, das ist richtig. Bollmann ist doch Wortführer der Politiker gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Kämpfen Sie jedenfalls, könnte möglicherweise sein bevorstehender Selbstmord mit dieser Tatsache zusammenhängen. Darauf wollte ich jetzt eingehen. Hat sich Bollmann nicht jüngst geäußert, er wolle mit allen verfügbaren Mitteln gegen weitere Steuererhöhungen ankämpfen? Ja, das stimmt, Ingolf. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich jetzt... Anke, könntest du Dr. Bollmann mal fragen, ob er sich wirklich das Leben nehmen will, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, und ob er glaubt, dass seine Märtyrertat Auswirkungen auf die Regierungspolitik haben wird? Welche Frage soll ich denn nun zuerst stellen? Ja, nun, Anke, du bist unsere Reporterin vor Ort, das musst du selber wissen, nicht wahr? Das kann ich dir nicht ablehnen. Herr Dr. Bollmann. Ist dort eigentlich eine Einsatztruppe der Polizei vor Ort, Anke? Ja, Ingolf, hier ist eine Einsatztruppe vor Ort. Und hier sind 8 Feuerwehrfahrzeuge. Hier ist eine riesige Menschenmenge vor dem Gebäude. Und ein Haufen Reporter, die eine Menge dafür geben würden, genau hier zu stehen, wo ich gerade stehe. Nämlich auf einem Balkonsitz mit Herrn Dr. Bollmann. Oh. Wir sind alle sehr stolz auf dich, Anke. Ja, sehr, sehr stolz. Das war Anke Engelke, unsere Reporterin vor Ort mit Dr. Klaus Bollmann, der sich in einer dramatischen Protestaktion das Leben nehmen will. Herr Dr. Kohl, Herr Bundeskanzler, auch Sie sind in den Verdacht geraten, den ehelichen Pflichten in ungenügender Weise nachzukommen. Ihre Frau Hannelore hat sogar schon in der Öffentlichkeit angemahnt, dass in diesem Jahr noch gar nichts passiert sei. Stimmt Sie das selber nicht, sagen wir mal, pessimistisch? Ich bin ja überhaupt nicht pessimistisch. Bloß ist dieses Jahr, denke ich, ungeeignet. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Aha, also auch nichts im letzten Jahr. Das ist ein sehr ehrliches und offenes Wort. Nun gut, da ist es natürlich verständlich, dass Ihre Frau Hannelore ein wenig, na sagen wir mal, ungehalten ist. Eine Ehefrau hat es doch, so viel steht fest, ganz gerne, wenn der eigene Mann einmal früher nach Hause kommt und dann nach einem romantischen Essen am Kamin, sagen wir mal, zur Sache kommt. Ich bin dafür, dass wir jetzt einmal aufhören mit einer Diskussion, wer jetzt kommt oder wer kann oder wer nicht kann. Wenn Sie meinen. Und nun zum Sport. Ganz Deutschland ist im Formel-1-Fieber. Morgen Nachmittag fällt am Nürburgring der Startschuss zum großen Preis von Europa. Während die Fahrer eben noch um ihre Startplätze kämpften, absolvierte das Rettungspersonal hinter den Kulissen ein letztes Training. Schwerer Flüssigkeitsverlust. Korrekt. Ausfall der Pumpe. Ja. Und jede Zuleitung zum Apfelstutzen ist beschädigt. Chronisch. Abriss an der Aufhängung. Reparabel. Und sieh dir mal hier das Getriebe im Innenraum an. Völlig im Eimer. Achtung! Er kommt! Mittwoch hat die deutsche Nationalelf den Erzrivalen Holland mit 1:0 besiegt. Dennoch gibt es in der deutschen Mannschaft einen Verlierer, Mario Basler. Warum der Bremer am Mittwoch beim Bundestrainer in Ungnade gefallen ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Leichtathletik. Beim internationalen Abendsportfest in Stockholm gewann die südafrikanische Langstreckenläuferin Sola Butt überlegen die 5000 Meter. Nach dem Rennen hatte sie noch Kraft für eine Ehrenrunde. Applaus
Sumo-Ringen. Der asiatische Kampfsport mit den schweren Männern wird in Deutschland immer beliebter. Besonders Frauen finden Sumo-Ringer attraktiv. Vielleicht liegt es ja an der neuen Freizügigkeit. Zum Reitsport. Aus Aachen meldet sich jetzt unser Reporter Marco Rima. Wir warten auf Daniela Baumeister, die auf ihrem Wallach Tonto heute sensationelle Zweite bei der großen Dressurprüfung des Aachener CHIO-Turniers geworden ist. Für die Experten kommt dieser Erfolg allerdings nicht unerwartet. Ah, da ist sie ja schon. Daniela Baumeister, eines vorneweg. Sie sehen fantastisch aus auf ihrem Wallach. Dankeschön. Ein zweiter Platz, das ist eine sensationelle Leistung. Wie fühlen Sie sich? Ach, ich muss sagen, ich bin doch schon ein bisschen enttäuscht, wissen Sie. Ich meine, es ist zwar gut gelaufen, aber zum Sieg hat es eben doch nicht gereicht. Trotzdem, ich persönlich war völlig begeistert von Ihnen, von Ihrem Ritt, Ihrer Präsentation. Ein Lächeln hier, ein Zwinkern dort. Sie sehen einfach atemberaubend aus, toll. Dankeschön. Aber wissen Sie, das Dressurreiten erfordert vor allen Dingen hohe Kunst und Disziplin. Ja, lassen Sie es mich so sagen. Ich meine, ich wollte ja nicht Punktrichter sein bei Ihnen. Das ist doch ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Ich meine gerade, weil Sie... wie war Tonto drauf? Ach, das ging eigentlich ganz gut an. In der zweiten Parade hat er dann allerdings ein bisschen den Rhythmus verloren und fing dann an rumzuzicken. Zum Schluss hatte ich ihn dann allerdings wieder im Griff. Ah ja, also Sie hätten bestimmt mehr Probleme gehabt, mich über den Parcours zu reiten. Danke. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es besser laufen. Tja. Wie reitet man ein Pferd? Was? Wie reitet man ein Pferd? Wissen Sie, ich habe mit 7 Jahren angefangen. Ich glaube, das hat man dann irgendwie einfach so im Blut, dass das kann. Ja. Ja, und Tonto? Tonto? Mhm. Ja, Tonto ist mein Pferd, ja. Und ich hoffe, nächstes Jahr mit ihm zu gewinnen. Ja, zeigen Sie es denen. Ja, werde ich machen. Tschüss, Daniela Baumeister. Tolle Frau. Das war's vom Sport und jetzt ist es soweit. Spartacus, der größte Stuntman der Welt, versucht heute einen neuen sensationellen und todesmutigen Stunt. Mit dabei ist Anke Engelke. Spartacus, was werden Sie uns denn heute zeigen? Heute zeige ich, was man mit totaler Konzentration und Körperbeherrschung alles erreichen kann. Ich habe mit meinem Freund und Mentor, Fuji Hachimoto, dem größten Meister auf diesem Gebiet, hart gearbeitet und eine unglaubliche psychische Flexibilität erreicht. Das ist Fuji. Guten Tag, Herr Fuji. Herr Fuji, können Sie uns verraten, wie Sie Spartacus auf diesen spektakulären Stunt vorbereitet haben? Wir haben geübt, mentale Disziplin, heißt das Kontrolle über die Körper und nichts kann dir was tun. Oh, Moment mal, bedeutet das, Spartacus, dass Sie unverwundbar sind? Ja, ich bin unverwundbar. Mhm. Fuji hat in mein Gesicht geschlagen, mir auf die Hände, auf die Beine getreten. Er hat mir Steine auf den Kopf geworfen, aber ich brauche nur an dieses bestimmte Wort denken, meine persönliche Mantra und mir passiert nichts. Spartacus, können Sie uns dieses bestimmte Wort verraten? Fuji erlaubt es. Das Wort heißt Kalida. Ein Wort, das mich innerlich erwärmt. Ein Wort, das immer funktioniert. Dann würde ich sagen, warten wir gar nicht mehr länger. Wie immer schließen wir Spartacus in unsere Gebete ein. Mir bleibt zu sagen, toi 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 und Kalida. Kalida! Habt ihr die Zielscheibe richtig ausgemessen? Los, kommt her. Spartacus-Assistenten montieren jetzt eine zweiteilige stählerne Zielscheibe um seinen Kopf herum. Die Kanten sind plastikverstärkt. Für den Fall, dass etwas schief geht, was wir natürlich nicht machen wollen. Ein äußerst schwieriger Stunt. Monatelang hat er sich auf diesen Stunt vorbereitet. Anke, wenn du mich hörst, ich bin jetzt bereit. Alida. Auf den Kopf! Natürlich auf den Kopf, du blöde Kuh! Ah!
Spartakus, ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Ich habe mich noch nie im Leben so gut gefühlt, wenn du weißt, was ich meine. Kalida. Hau bloß ab, du Vollidiot, oder ich schick dir dein Kalida in den okay? Meine lieben Zuschauer, Sie sahen mal wieder einen ganz spektakulären Stunt von Spartakus, dem größten Stuntman der Welt. Das war Spartakus, der größte Stuntman der Welt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Wochenschau. Nächste Woche sehen Sie alles über den großen Skandal, der sich vor wenigen Augenblicken bei der Ziehung der Lottozahlen in der ARD ereignet hat. 45. Auf Wiedersehen und noch ein schönes Wochenende. Namen vom letzten